Hallo und herzlich willkommen bei Subnautica und wir müssen mal eben das Feuer hier löschen, bevor wir quatschen können. Stellt euch mal vor, in eurem Liveboot das Feuer. So. Greetings, Survivor. Great job not dying. To assist you in further survival in emergency situations, you have been issued this personal data assistant. The interface visible now will organize your inventory, display currently available construction blueprints, and holds other valuable information. Please take a moment to familiarize yourself with it. So, nachdem es jetzt endlich aufgehört hat zum Quatschen, herzlich willkommen bei Subnautica. Wie ich schon gerade erklärt habe, man sieht hier in dieser Übersicht, die man übrigens mit Tab öffnen kann und wieder schließen kann. Hier sieht man sein Inventar. Da unten sehe ich auch den Text, den sie praktisch vorgelesen hat auf Deutsch. Soweit übersetzt. Das ist noch nicht alles übersetzt. Das wird von den Benutzern übersetzt. Zur Zeit 3 Stunden seit dem Aufschlag auf der Planetenoberfläche. Ja, der Rumpf ist unbeschädigt, die Kommunikation ist offline. Die Umgebung unkartierter Ozeanplanet, Sauerstoff, Stickstoff, Atmosphäre. Ja, das war mal schnell. So, am zweiten Tab sehen wir die Baupläne, die wir schon haben. Also ihr seht, wir können schon einiges bauen, vieles aber noch nicht. Da sehen wir die Sprachaufnahme noch einmal. Das heißt, wenn ich was nachlesen will, kann ich das hier machen. Hier würde ich Screenshots sehen, die ich machen kann. Und hier, dazu kommen wir dann später. So, also erstes Mal hole ich mir da meine Ration Erste-Hilfe-Paket. So, als zweites lege ich da mal alles rein. So, man sieht, hier habe ich Energiezellen, die versorgen dieses Lifeboat. Insgesamt habe ich... wo ist denn die Anzeige hin? Gut, insgesamt habe ich 75 Energie und ich soll mich jetzt, ich soll praktisch überleben. Da hinten habe ich ein Kommunikationssystem, das aber auch kaputt ist. Das heißt, für beides, also sowohl für den Lifeboat als auch für das Kommunikationssystem, brauche ich ein Schweißgerät. Für das Schweißgerät brauche ich Magnesiumpulver, das kann ich mal Salz herstellen, Kracherpulver, das ist ganz böse, und Titan. So, um weitere Rezepte zu kriegen, brauche ich den Scanner. Für den brauche ich Titan und Batterien. Ein Überlebensmesser schadet auch nie. Und was ich auch ganz dringend brauche, sind natürlich Schwimmflossen und wenn es geht, noch eine größere Pressluftflasche. Ihr seht, momentan habe ich 45 Sauerstoff. Das heißt, für mich 45 Sekunden kann ich unter Wasser bleiben. Ja, Batterien kann ich so herstellen. Säurepilze und Kupfererz. Das ist nicht wirklich schwer. Ach, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal da runter. Genug gequatscht. So. Hier kriege ich so ein kleines Tutorial, wo man sagt, was ich alles tun kann. Ich kriege hier auch nebenbei immer wieder so Tipps oder... Ja. Oder Hinweise. Ich brauche natürlich auch was zum Essen. Die sind sehr nahrhaft, aber verdammt schnell. Nee, geht, komm hier. Habe ich dich? Dachte ich mir doch. So. Ja, ich kriege auch immer den Hinweis, wenn ich an die Oberfläche sollte. Wenn es eng wird, kann es passieren, dass ich plötzlich gar nichts mehr sehe, weil es alles schwarz wird.
So. Ja, sagt mir nochmal, dass meine Fluchtkapsel offline ist. Es ist also keine Meldung von meiner Fluchtkapsel rausgegangen. Da müssen wir natürlich was gegen tun. Was für einen Eingang habe ich denn da? Oh, okay. Ich glaube, da gehe ich noch nicht rein. Okay, Kracher. Ich habe ihn überlebt. Ich gehe gleich nachschauen, ob er Kracherpulver hatte, ja? So. Mit viel Glück? Ja, hat er. Ja, der hat schon eine ganze Hülle da weggesprengt, so wie es ausschaut. Gut, damit haben wir schon Kracherpulver. Da ist dann was, was wir einscannen können. Wo ist mein Live-Pod? Da. Wie ihr seht, habe ich ziemlich Hunger. Ich möchte die Notrationen, die jeder im Live-Pod hat, also schon sehr ganz am Anfang, hat jeder zwei Wasserflaschen und zwei Nährstoffblöcke mit. Die kriegt man ganz netterweise in jeder Fluchtkapsel mit. So. Aus Metallschrott. Also aus die, Metallschrott können wir Titan gewinnen. So, Glas brauche ich dazu. Gut, das können wir auch machen. Dann kann man nicht schon mal länger unter Wasser bleiben. Das legt er jetzt hier an. Genau, das heißt, früher konnte man mehr als eine Pressluftflasche anlegen, da hat man auch über 100 Sauerstoff zusammengekriegt. Das schafft man jetzt nicht mehr. Er legt nur noch eine Pressluftflasche an. Ist aber auch realistischer, oder? Also sind wir ehrlich. Silikongummi, Batterie. Hab noch kein Kupfer gefunden. Also werden wir immer mal, was wir da so haben. So. Und daraus machen wir uns was zum Essen. Na, einmal Kika. Da sehen wir dann gleich, der bringt jetzt 32 Essen, verdirbt allerdings auch. Das heißt, wenn man kocht, muss man relativ zügig dann auch essen. Sonst bringt er irgendwann nichts Positives mehr oder sogar negative Sachen. Ich könnte natürlich mit Salz bügeln. Aber meistens bräuchte ich Salz für anderes. Ja. Kupfer, sehr gut, das können wir mal. Dann holen wir uns aber gleich Silikongummi. Da mit der Gehirnkoralle, da kommen Sauerstoffblasen raus. Da kann man seinen Sauerstoff auffüllen. Ja, die heißt Gehirnkoralle. Ich kann nichts dafür. Da haben wir Salz. Brauchen wir drei Stück für Magnesium. Da haben wir so Baupläne zum Lernen. Oh. Das sind nicht so nette Mitbewohner. Da, die sollten ein bisschen aus dem Weg gehen. Ich hoffe, die wollen nichts von mir. Ne, ist keiner hinter mir. Gut, einmal Luft holen und dann versuchen wir uns noch Windrankensamen zu kriegen. So, das sind diese gelben Dinger hier drauf. Ja. So. Jetzt haben wir aber hinter uns, oder? Es hat sich in dem Spiel verdammt viel getan. Ich habe es jetzt selbst ein paar Wochen überhaupt nicht gespielt. Ich habe zwar immer wieder die Update-News gelesen, aber das war's dann noch. Zu mehr bin ich einfach nicht gekommen in letzter Zeit. Und nachdem ich immer wieder gefragt werde, magst nicht auch mal Subnautica Let's Play? Ja, Bock hätte ich schon die ganze Zeit drauf gehabt, aber meine alte Grafikkarte hätte es nicht geschafft. Und Subnautica hat jetzt nicht so viele Grafikeinstellungen wie zum Beispiel ARK. Dass ich sage, ich hätte das runterschrauben können. Das geht dort nicht. So.
Ihr seht, die Windrankensamen sind ein bisschen größer. Die brauchen mehr Platz. So, jetzt schauen wir mal, was wir alles machen können. Wir wollen zum einen den Scanner. Für den brauchen wir eine Batterie. Die können wir jetzt machen. So, das heißt, jetzt bauen wir uns einen Scanner. Was wir auch brauchen, ist natürlich das Schweißgerät. Dafür brauchen wir Magnesium. 3 Salz bekommen. Calculating risk assessment. Death by malnourishment, 7%. By physical injury, 11%. By exposure to radioactive crash site materials, 19%. If the drive core is breached, probability of death increases to 65%. So, ja, sie haben uns gerade die Prozente vorgelesen, was alles so passieren könnte. Und ich stelle mir jetzt gerade Silikongummi her. Dafür brauche ich diese Windrankensamenbüschel. Ihr seht, die sind 2x4 groß. Das ist nur noch 1 groß. Zum einen können wir uns jetzt mal das Schweißgerät herstellen. Zum anderen können wir uns... Machen wir jetzt erstmal das da. Schweißgerät. Da sehe ich auch, wie viel Energie ich noch habe. Dadurch, dass jetzt Nacht ist, regeneriert sich das nur sehr schlecht. Titan haben wir zu wenig. Nee, eben. So. Dachte schon, ich habe zu wenig Titan. Ein Überlebensmesser ist auch immer ganz wichtig. Und was ich jetzt gerne noch gehabt hätte, ein Silikongummi brauche ich dafür noch, sind Schwimmflossen. Damit man ein bisschen schneller schwimmen. Kann man später alles noch aufbessern, verbessern. Aber jetzt am Anfang ist das schon sehr hilfreich. Was brauchen wir eigentlich dafür? Batterie und Glas, okay. Zum Essen und zum Trinken haben wir jetzt nichts mitgenommen und sonst können wir eigentlich auch nichts mehr herstellen. Doch, Metallschrott können wir noch umwandeln. Allerdings haben wir nur noch 23 Energie, das heißt, wir sollten jetzt eh aufhören. Das heißt, wir legen den Rest jetzt dann da mal rein. So, mit den Tasten 1, 2, 3, 4, 5 kann ich das da unten in die Leiste legen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier 1 drücke, dann ist das da. Wenn ich das 2 sage, ist das da. So, und jetzt nehmen wir uns gleich einmal das Schweißgerät. Ich schaue das sich immer so schön an vorher. Und dann sehe ich, dass dieses Teil hier geschweißt gehört. So. Jetzt bewegt sich die Fluchtkapsel auch nicht mehr weg. Sonst treibt die nicht permanent ab. So. Das Kommunikationssystem müssen wir auch reparieren. Eine neue Nachricht. This is an automated bounce back from the Aurora mining vessel. Your distress signal has been received. An emergency relief team will be dispatched to your location. The estimated arrival time 9 hours. So, fürs nächste brauche ich jetzt einen Computerchip. Da ist das Schwierigste aufzutreiben, Silbererz und eine Batterie. Das heißt, ich brauche Silber, Kupfer. So, und wir haben jetzt diesen Scanner. Das zeige ich euch auch, wozu der gut ist. Damit kann ich so gut wie alles einmal einscannen. So, wozu tue ich das? Damit ich jetzt hier in meinem PDA... in der Datenbank zum Beispiel, das war jetzt eine fremde Lebensform, Flora, der Säurepilz. Und hier habe ich dann die Informationen über diesen Säurepilz. Da sehe ich zum Beispiel, der ist ungenießbar, aber für die Produktion von Batterien verwendbar, solange sie vorsichtig gepflückt werden. Das heißt, man sollte nicht mit dem Messer drauf haben. Wir werden es zwar irgendwann tun, aber das hat einen anderen Grund. So, dann lernen wir gleich mal das hier kennen und das hier. Also... muss man natürlich nicht alles einscannen, aber ich finde es ganz schön, wenn man sich so die Datenbank auch fühlt. Wozu gibt es das denn sonst? Manche Sachen kann man nicht einscannen, wie zum Beispiel Quarz. Der Quarz sagt doch, brauche ich nicht. Nö. Quarz kennt man. Aber die Flora, Fauna. Holen wir mal kurz Luft.
So. Wenn ich mir jetzt die Fische schnapp. So, jetzt habe ich zum Beispiel einen Blasenfisch kennengelernt. Und jetzt einen Bumerang. Und dann habe ich noch hier das hier. Die schauen auch ganz unterschiedlich aus. Die meisten Fragmente oder die Anfangsfragmente schauen alle so aus. Da oben sehe ich jetzt, dass ich 50% vom Solarmodul jetzt schon kennengelernt habe. Ich brauche also noch ein Fragment. Das hier, das ist ein Ei. Kreaturenei. Hole ich mir jetzt noch nicht, hole ich mir später dann. Das Solarmodulfragment brauche ich auf jeden Fall, bevor ich mir eine eigene Basis bauen kann. Das wird nicht meine Stromversorgung dort. Seegleiterfragment, der ist auch gut. Für den brauchen wir auch zwei. Schauen wir mal, was ist das? Seegleiter. Okay, also Seegleiter kommen wir schon. Aber... So, tanken wir mal Sauerstoff. Ja, die Hirnkoralle kann ich auch scannen. Aber immer nur, wenn gerade keine Luftblase hochsteigt. So. So, da drüben ist noch ein Fragment. Solarmodul. Sehr gut, dann habe ich das auch. Warning. Local radiation readings exhibit characteristics consistent with total degradation of the Aurora's dark matter drive core. A quantum detonation will occur with a probability of 85.5%. Advise observing a 1 km safety range. Ja, mir wird gerade empfohlen, nicht zu nah an die Aurora ranzugehen. Mittlerweile habe ich auch den Blueprint, den ich wollte. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, dank des neuen Sauerstofftanks warnt er mich jetzt immer schon 30 Sekunden vor, wenn ich auftauchen muss. Also nicht nur 10-9, wird in irgendwelcher Höhen auch dann ziemlich doof werden. So. Was ich gut finde, ist, dass auch der Scanner mittlerweile Energie verliert. Ganz am Anfang war es nicht so, dass der ewig Energie gehabt hat. So, wir suchen eigentlich sie. Ja, ich merke schon. Von dem, was ich suche, habe ich noch gar nichts. Ja, und wenn ich jetzt ein Fragment einscanne, das ich schon habe, kriege ich zweimal Titan dafür. Das finde ich auch okay. So, jetzt bin ich in der Region, wo ich Silber herkriegen kann. Oh, und ich bin verdammt tief. Das war Blei. Ich muss jetzt einmal Luft holen. Bei über 70 Meter dauert das schon 10-20 Sekunden, bis ich oben bin. Ihr seht, vorher hat es mich gerade gewarnt, dass ich 30 Sekunden habe. Und jetzt hatte ich nur noch 15. So. Kann natürlich schauen, dass ich bei der Gehirnkoralle da runterkomme. Kann ich da unten gleich nochmal tanken, quasi. Solange man ohne Seegleiter oder irgendwas unterwegs ist, muss man halt genau auf den Sauerstoff schauen. Mit dem Seegleiter ist man dann schon deutlich schneller oben. So, jetzt bin ich voll. Leute, ich bräuchte Silber. Nein. Das war Titan. Kupfer. Und ich muss hoch. Jetzt auf die Schnelle auch nichts.
Und da auch nicht. Ich höre einen Hai. Ja, ihr seht, der macht mir ganz schön Schaden. Jeez, oh sorry. Dem sollte man nicht so oft begegnen. Weil nach einmal Schnapp war ich jetzt auf 53% unten. Und die haben natürlich das erste Hilfepäckchen daheim gelassen. So wie es sich für einen guten Taucher gehört. Natürlich, wozu? Braucht man ja nicht mit. Nein, da wird es auch nicht drin sein. Titan. Emergency. Seismic readings suggest a quantum detonation has occurred in the Aurora's drive core. The central dark matter reactor will reach a supercritical state in T minus 10, 9, 8, 7, 6. Jetzt wisst ihr recht, warum wir 1 Kilometer entfernt sein sollten. 3, 2. Das finde ich, haben sie richtig schön gemacht. Das hat man nicht oben. Man sieht doch unten. Ja, und jetzt ist die Aurora in die Luft gegangen. Da hinten ist unser Lifeboat. Ja. Es ist also ganz wichtig, dass wir uns hier auf dieser Welt zurechtfinden und vor allem überleben. Die sind böse, die Stalker. So, was haben wir da für ein Fragment? Und vor allem sind es ganz versessen auf Metallschrott. Also wenn man denen Metallschrott vor der Nase wegnimmt, kann man sich sicher sein, dass sie ihn die verfolgen. Eine ganze Weile. Allerdings lassen es dann ab und zu auch Zähnchen fallen und die sind wiederum... Oh, Strahlung entdeckt, ich bin zu nah an der Aurora. Muss weg hier. Komm, ich bin doch weg. Immer weiter in die Richtung. Na komm, ich muss doch schon raus sein aus dem Strahlungsgürtel. Oh oh. Bob. Die Strahlung muss aus sein. Mild dehydration detected. Intake recommended. Das habe ich voll so überlebt. Oh Mann. Ja, wenn ich unterwegs sterbe, verliere ich normalerweise das, was ich frisch gelootet habe. So, ich nehme mir jetzt da gleich mal 2. Und hole mal das nächste. Das war knapp. Ja, dann spiel doch deine Message. So, das ist der Siegler. Computerchip und Batterie. Säurepilze. Und da fehlt mir leider noch alles. Was haben die da für einen Grafikfehler? Der ist auch neu. Na komm, mach nochmal. Das Spiel befindet sich auf jeden Fall noch in der Alpha. Hat natürlich noch ein paar Bugs, wird auch wunderbar weiterentwickelt. Und es macht einfach Laune zum Spielen. Ab und zu blendet sich da irgendwas durch.
So. Ah, jetzt haben wir schon so viel. Oh, ich hab Durst. Vital signs stabilizing. So. So. Das ist wahrscheinlich so Siegleiter. Gut. Ein Springer, das sind ganz nette Zeitgefährten, die können sich auf deinen Arm heften. Der ist auch ganz nett, gibt aber jetzt nicht so extrem viel ab aus. Nein! Ja, man kann die Tiere auch wieder freilassen, wenn man mag. Das ist überhaupt ein Spiel, das ziemlich. Also, das jetzt nicht so dieses typische, ich kille alles, was mir in den Weg kommt, sondern man muss meistens schauen, wie man damit klarkommt. Das gefällt mir auch so. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, komm, Koralle. Danke. Noch ein bisschen. Oh, da oben. Danke. Kupfer. Oh. Ich schwimme halt dauernd in die falsche Richtung. Gibt's ja nicht. Ja, sobald man diese Strahlung entdeckt sieht, sollte man ganz, ganz, ganz schnell umdrehen. Jetzt vorher gesehen, wie mein Leben runtergegangen ist. Beziehungsweise habe ich auch das optimale Gegenmittel. Zeige ich euch gleich. New creature discovered. Was schwimmt denn da oben? Hm? Lol. Überm Wasser? Also da habe ich bisher auch noch kein Fragment gesucht. Oh, er bricht auch ab, so. Ich habe da ein verpacktes Modul. Ich glaube, ich habe da einen Bug gefunden. Ja, ihr seht hier, dass manches Mal ziemlich bis an die Wasseroberfläche geht und es gibt eine Insel. Aber die Insel muss man erstmal finden. Wo ist denn jetzt mein Lifeboat? Da vorne. Das heißt, da kann ich ohne Probleme tauchen. Gut. Und ihr seht, wie schön die Umgebung ist. Wieder Kupfer. Da in der Gegend baue ich normalerweise meine erste Basis. Ich sage ja, ich habe das Spiel schon öfters gespielt. Und ich finde, es macht einfach Laune. Von daher, wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ab und zu mal eine Folge haben. Ja, jetzt habe ich vergessen zum Schauen. Mal schauen, ob ich es noch hinkriege, bevor ich gar nichts mehr sehe. Ihr seht, das ist so kurz vorm Ersticken, wird bei mir die Anzeige einfach dünkler. So. Und jetzt gehen wir mal zum Lifeboat zurück. So, und wenn wir dort angekommen sind, dann mache ich eine Pause. Und ihr auch. Und das nächste Mal gehen wir dann auf große Silberjagd.
Beziehungsweise baue ich mir dann erstmal einen Strahlenanzug. Und dann gehen wir auf Silberjagd. Weil dann ist es auch viel einfacher. Man findet in der Nähe von der Auroria genug Silber. Auroria ist das Schiff da hinten. Da haben wir dieses komische schwimmende Ding. Nein, ich werde es jetzt nicht nochmal abbauen. So. Wunderbar. Und zwar wollen wir uns einen Strahlenanzug bauen. Dazu muss ich mir noch Fasergeflecht holen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich sag daher tschüss, ciao. Und Baba, bis zum nächsten Mal.